herzlich willkommen hier auf der Nimbus 405 Coupé, die zu der Boot dieses Jahr ein Facelift bekommen hat, wie auch natürlich die 405 Fly. Wir sind hier einen Tag vor der Messe, freitags. Der Aufbau läuft hier noch und ich möchte Ihnen aber trotzdem gerade die Neuheiten bei dem Facelift hier zeigen, was an dem Schiff gemacht wurde. Und auch noch mal einen schnellen Durchgang an sich durch das Schiff machen. Auffallend erstmal, wenn man auf die Nimbus 405 draufkommt, ist das, ich würde sagen, überdurchschnittliche für die Bootsgröße vorhandene Cockpit, was wir hier haben. Das heißt, wir haben hier, ich denke mal, locker 1,50 Meter lange Sitzbank, wie auch hier. Der Tisch hier ist ausklappbar. Das heißt, man kann hier ohne Probleme, wenn man noch zwei, drei Stühle dazu nimmt, mit 10, 12 Personen sitzen und das wirklich komfortabel, ordentliche Sitztiefe. Das Ganze ist auch noch absenkbar. Wie gesagt, da gibt es eine Konstruktion, die man hier so rauszieht. Das Ganze absenkbar, gibt es einen Kissen standardmäßig dazu und dann kann man hier hinten eine Sonnenliege machen. Ja, wie sehr großes, großzügiges Cockpit. Dann haben wir auf der Steuerbordseite den Nimbus-typischen. Für manche wird es hier vielleicht langweilen, weil es in dem Video immer wieder vorkommt. Aber das ist natürlich eines der wichtigsten Merkmale, die Nimbus hat. Den breiten, tief liegenden Gangbord, auf dem man wirklich mit der Hüftenbreite ohne Probleme nach vorne laufen kann. Wie gesagt, tief bis zum Vorschiff nach vorne. Unterbrochen hier, und das ist eine Änderung für dieses Facelift, ist die Seitentür. Vorher hatten wir diese sogenannte Van Door, die im GFK nach außen gegangen ist, nach hinten gefahren ist. Das hier ist etwas platzsparender, heißt, wir haben mehr Platz zum Durchlaufen, auch wenn die Tür nach außen ist. Das ist eine kleine Verbesserung, nichts Gravierendes, aber sehr schön gemacht. Vorteil davon ist auch, dass die Tür man auch so ein bisschen offen stehen lassen kann, was bei der Van Door nicht ging. Sonst können wir ohne Probleme natürlich hier an der sehr großzügige Vorschiff. Wir haben hier eine große Sonnenliege, optional Sonnenpolster, da gehen drei Personen drauf. Und auch hier vorne haben wir immer noch eine kleine Kante. Das heißt, auch wenn wir hier vorne laufen, fühlen wir uns sehr sicher, weil wir immer wissen, wir sind noch im sicheren Bereich des Schiffes. Dann auch wieder sehr Nimbus-typisch die komplett umlaufende Steuerleiste vorne mit dem integrierten, also mit dem Bugsprit, was aber heraussteht, aber der Anker steht nicht über. Das heißt, wenn wir mal von vorne vom Boot drauf gehen, wir haben hier nichts, was übersteht, kein Ankerbeschlag oder irgendwas. Wir können also das Schiff ohne Probleme von vorne besteigen. Die ordentlich dicken Klampen, Nimbus-typisch. Und wie gesagt, der Ankerbeschlag, der hier unten so drin ist. Backbordseite haben wir einen schmaleren Gangbord. Wir haben das hier in dem das ist unser Ausstellungsschiff, das ist auch noch zu haben. Das können Sie hier auf der Boot noch kaufen, also für die Saison Ihre eigene 405 haben. Haben wir in dem Fall jetzt mal mit dem Tickdeck belegt. Dann sieht man auch ganz gut, dass der Gangbord ist auch breit genug. Neu bei der 405 ist, dass hier die Reling auch standardmäßig am Backbord hoch ist. Wobei alle Schiffe von Bote Polsch hatten die letzten Jahre immer schon diese hohe Reling. Was ich denke sehr wichtig ist, dass man sich hier einfach sicher fühlt. Man kann sich hier gegenlegen, man kann hier Fender festmachen. Also auch die Backbordseite ist gut zu laufen, aber eben nicht so komfortabel wie die Steuerbordseite. Und das ist ein Temperatursensor, glaube ich. Und das ist deshalb der Fall, weil man sonst zu wenig Innenraum hätte. Schön, was bei Nimbus Design ist, ist Reduktion. Das heißt, alles, was man sieht, hat irgendwo eine Funktion. Und alles, was man nicht, also was man nicht braucht, hat man darauf verzichtet. Und das sieht man sehr schön, wie diese Frontscheibe hier, also das finden Sie bei keinem Schiff auf der Messe, wie bei Nimbus solche reduzierten Linien. Ja, das ganze Dach, Sie sehen da oben, man hat nur den Mast, oben die Zwangsbelüftungen. Die Zwangsbelüftungen hier vorne am Vorschiff sind sogar hier unter diesem Deckel drunter. Das heißt, alle Kabinen haben eine Zwangsentlüftung, aber das Ganze ist eben nicht zu sehen. Und dann, wie gesagt, diese enorme große Panorama-Frontscheibe mit den oben liegenden großen LKW-Scheibenwischer mit Scheibenwaschanlage und Intervallschaltung. Also wirklich, das ganze Boot ist die Konzentration ist auf der Funktion, aber das Ganze mit einem sehr, würde ich sagen, slimmen Design oder sehr reduzierten Design. Ja, ich laufe jetzt nochmal nach hinten auf dem, wie gesagt, dem breiten Gangbord. Sehr sicher. Und dann gehen wir weiter in den Innenraum. Im Innenraum hat sich nicht so viel geändert. Natürlich haben wir jetzt die andere Dachlösung. Durch die zwei Luken haben wir eine andere Sonnenschutzlösung, die auf jeden Fall eine Verbesserung ist. Wir haben diese Ocean Air Rollos.
Vorher gab es eine eigene Lösung vom Dachlieferant, von AirTech. Das finde ich natürlich jetzt, es ist besser gelöst. Es ist dichter und auch leichter zu bedienen. So ist das Ganze jetzt gegen die Sonne geschützt. Das Gleiche haben wir dann auch noch an der Seite, die optionalen RAV-Stores, die wir an der Seite zumachen können. Wo man das Schiff jetzt komplett abschotten, so einfach ein Gefühl kriegt, wie man das Ganze dann aussieht. So, haben wir jetzt einmal den Salon komplett geschlossen. Hinten haben wir noch eine große Gardine. Wenn man da vorne noch schließen möchte, dann sieht man auch die Panorama-Frontscheibe sehr, sehr gut, dann braucht man ein Fensterkleid. Das heißt, da vorne gibt es keine Möglichkeit, mit einem Sonnenschutz, der fest installiert ist, zu arbeiten. Ich mache das Ganze aber wieder auf, weil ich gleich noch das Dach nochmal öffnen möchte. Gut, Sitzgruppe, sehr, sehr großzügig, auch ich glaube mal eine Idee von uns gewesen, jetzt inzwischen Standard. Der Tisch geteilt, macht natürlich schon mal sehr viel Sinn, aber sehr viel Sinn macht er vor allem, wenn er geteilt ist und ich kann ihn dann noch absenken, weil ich bekomme dann mehr ein Couchgefühl. Das heißt, ich sitze nicht am Esstisch wie in der Küche, weil bei uns ist jetzt nur in dem Fall natürlich Salon ist gleichzeitig auch Wohnzimmer. Küche ist gleichzeitig Wohnzimmer. Das heißt, wenn man in der Küche isst, so man macht sich abends ein Brot, dann möchte man natürlich am Küchentisch sitzen oder am Esstisch. Oder man hat dann eben abends, ist das hier der Lounge, der Salon, weil man natürlich auch hier hinten dran den Fernseher versteckt hat. Das heißt, man sitzt hier hinten, schaut Fernseh und dann ist natürlich schön, wenn man hier gemütlich sitzt und nicht, ich mache den Tisch jetzt nochmal hoch, dass man auch den nochmal komplett ausgeklappt sieht und nicht, wenn der Tisch so fest ist, an einem Esstisch. Ja, oder auch so tagsüber kann man den sehr gut wegdrehen. Dann einer der Standards bei Nimbus, aber bis dato immer nur schlecht von Mitbewerbern kopiert, muss man wirklich so sagen. Es haben viele versucht, aber es hat keiner. Das wird nur gerade weiß gemacht, das ist so eine Nachtfahrbeleuchtung, kann man einmal schauen. Hat keiner so in der Perfektion wie Nimbus, wie man das Ganze hier umklappt, wie der Beifahrer einfach in Fahrtrichtung sitzen kann, wie der Fahrer. Man kann kommunizieren über das gemeinsam Erlebte mit der großen Frontscheibe vor sich, mit der Möglichkeit hier auch auf der Beifahrerseite zu die Scheibe zu öffnen, um auch noch Luft zu kriegen und natürlich auch mit den Dächern geöffnet. Das mache ich einfach mal jetzt gerade von hier, weil die laufen automatisch auf. Wenn man dann beide Dächer oben offen hat, in Kombination mit der großen Seitentür offen, hat man im Nu ein Schiff, was eigentlich geschlossen ist, offen. Was ich auch geändert habe in der neuen 405, da der Fernseher jetzt hier oben drin ist, man hat unheimlich viel Beinfreiheit hier, also man kann sich wirklich richtig gemütlich hier auf der Beifahrerseite hinsetzen und auch über Stunden eben Boot fahren und sich dabei wohlfühlen und Zeit genießen und was lesen. Wir haben hier noch so eine Ablage, ähnlich wie man das vom Kfz kennt. Gut, ich würde sagen, als nächstes gehen wir chronologisch das Schiff in die Küche. Die Küche besitzt einen Kühlschrank Standard, einen optional. Das heißt, wir haben hier unter der Sitzgruppe einen Getränkekühlschrank, mit dem beginnen wir mal, der optional ist. Und dann haben wir hier in der Küche einen 130 Liter Kühlschrank mit Gefrierfach. Also aus Erfahrung, das heißt Lebensmittel hier. Und hier unten hat man die Getränke drin. Und so hat man auch bei einem ordentlichen Getränkeumsatz draußen mit vielen Freunden keine Problematik, dass irgendwie die Butter warm wird. Dann haben wir natürlich Nimbus-typisch ordentliche Vollauszugschubladen hier mit Soft-Closing. Und hier auf der Seite eine große Müllschublade, wo wir ganz viel volle Möglichkeit haben, Mülltrennung zu machen, auch eine Vollauszugsschublade. Dann haben wir hier in der Küche, sehr schön hier oben drüber, eine Ablage. Da gibt es optional, hier haben wir in dem Schiff auch drin, eine Dunstabzugshaube mit Beleuchtung. Und hier haben wir das Mastervolt-Gerät, wo wir die Batterieüberwachung drin haben. Oder hier oben auch sehr gute, um Gewürze reinzumachen. Dann haben wir in der Küche hier ein 60er Maß,
Das heißt, statt diesen Schubladen, die ich eben hier aufgemacht habe, kann man hier Haushaltsgeräte einbauen. Genauso dort auch. Also man kann theoretisch hier ein Miele, Backofen, Mikro Kombination haben oder dort auch sogar eine Spülmaschine. Also man ist hier völlig flexibel mit klassischen Haushaltsgeräten. Dann haben wir ein Doppelwaschbecken hier mit der Koreanablage geschlossen. Also auch, ich denke mal, sehr ähnlich, wie man das zu Hause kennt. Und dann natürlich auch wieder Nimbus-typisch hier volles Besteckset dabei, große Schubladen. Und das Highlight, denke ich, ist hier dieser Apothekerschrank mit dem gesamten Standard im Schiff enthaltenen Geschirr. Hier oben hat man eine große Ablage nochmal und hier kann man sehr gut eine Nespresso-Maschine installieren, die man dann sogar einfach nur von hier vorne wie in so einer Coffee-Bar bedienen kann. Fahrstand gibt es auch eine der wenigen Schiffe, die 405, wo man am Fahrstand einfach die Möglichkeit hat, zu zweit zu sitzen oder das wird vielleicht, oder ich sag mal, Vater mit Sohn, Großvater mit Enkel. Aber was sehr schön ist, wenn man lange Fahrten hat durch solchen breiten Sitz, kann man ohne Probleme hier sich einfach hinflacken und sehr, also man kann einfach die Fahrt genießen, ähnlich wie wir das eben bei dem Beifahrer hatten. Neu bei dem Schiff ist hier ein neues System von Simrad, was das sogenannte Navi-Op-Schaltung, das ist eine Option. So kann man viele Sachen hier im Schiff fernschalten, die über die Schalter hier gebraucht werden. Das ist ein Pilotprojekt. Dadurch sind die beiden Simrad-Displays auch hier so flash eingebaut. Sieht optisch sehr schön aus. Das ist hier bei dem Boot einfach zum Testen eingebaut. Kann man optional ab 2019 haben. Ob das so sein muss, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, weil ich stehe klassisch eigentlich auf Schalter. Hier kann man dann sagen, man möchte gewisse Sachen einfach im Schiff, Scheibenwischer und so weiter, kann man alles über einen Kartenplotter steuern. Ich glaube nicht, dass man das unbedingt braucht. Ich finde, ein klassischer Schalter ist in dem Fall einfach wesentlich besser. Dann haben wir hier das Motorendisplay von Volvo Penta. Dort sehen wir die ganzen Verbräuche und die Drehzahlen und so weiter vom Motor. Oder hier haben wir das Humphrey-System, was ich sehr empfehle bei der Nimbus 405, da es vollautomatisch arbeitet, sehr stark arbeitet und auch immer den besten Verbrauch garantiert. Da gibt es ein Auto-Trim, Auto-List oder optional das Aktiv, was wirklich aktiv gegen die Rollbewegung des Schiffes bei schwerer See operiert. Und das ist ein super gutes System. Lenkrad ist verstellbar. Wichtig ist einfach, wie ich hier, gerade die Fußstütze nochmal hoch, wie ich hier raus kann, auch hier auf dem Gangboard sitzen kann. Von dort sowohl lenken kann, als auch die volle Kontrolle über die Maschinen habe, als auch die Bug- und Heckschraube. Wobei die Heckschraube optional ist, die Bugschraube Standard. Und die Heckschraube wird aber eigentlich von 90% der Kunden genommen. Und ich kann hier an der Seite stehen und ohne Probleme das Schiff manövrieren. Bug- und Heckschraube theoretisch auch lenken. Aber bei einem Wellenschiff, bei der Rückwärtsfahrt manövrieren, nutzen Sie eigentlich nur die Schaltung und die Bug- und die Heckschraube. Dann kann ich, wenn wir jetzt das Dach hier offen haben, die Sitze hochklappen, kann ich mich auch hinstellen, wobei ich in dem Fall zu klein bin und deswegen gibt es hier diese optionale Fußstütze noch. Wenn man da drauf steht, kann man, wenn man möchte, auch im Stehen fahren. Wobei, das ist nicht mein Favorit ist, ich gehe lieber raus, aber das wird sehr oft nachgefragt, dass man einfach die Möglichkeit hat, hier am Fahrstand zu stehen. Insgesamt sehr, sehr ergonomischer Fahrstand. Achso, hier haben wir noch eine Möglichkeit, hier haben wir ein kleines Handschuhfach drin. Kleine Detail, was auch, denke ich, wenige Werften haben. Da halt immer Taschenlampe, Fernglas und so Utensilien, die man da gut rein, Ladegeräte, die man dort reinlegen kann. Ein kleines Detail noch, weil wir das gleich, wenn wir in die Kabine reingehen, noch darauf ansprechen werden. Wir haben dort vorne diese schwarze Scheibe liegen und diese schwarze Scheibe hat zwei Effekte. Einmal bringt sie Licht unten in den Flur und in die Dusche und unter anderem ist hinter dieser Scheibe eine kleine Schattenfuge und dort blasen wir den Defroster aus. Defroster heißt, unabhängig von der normalen Standheizung in Diesel, die standardmäßig ist, haben wir standardmäßig ein Scheibengebläse, mit dem wir hier Luft von der Maschine warm gemacht vorne an der Scheibe hochblasen können und so haben wir wie beim Auto immer eine freie Sicht, ohne dass die Scheiben beschlagen. Aber wie gesagt, das nicht mit so hässlichen Auslässen, sondern sehr schön mit so einer Schattenfuge. Hier unten im 405 wird sehr oft gefragt, gibt es da verschiedene Aufteilungsmöglichkeiten? Nein, gibt es nicht. Es gibt eine, die ich denke auch die beste ist, nämlich ist eine Dreikabinenversion. Wir haben hier vorne eine große Eignerkabine.
wo wir ein großes französisches Bett haben, wo man auch sehr gut so von der Seite einsteigen kann. Was wirklich, ja, die Maße stehen im Internet, ich kann es nicht aus dem Kopf sagen. Im Katalog haben wir das alles vermessen, aber man kann sehr komfortabel zu zweit liegen. Man hat sehr schöne indirekte Beleuchtung hier überall. Gutes Spiel zwischen Kunststoff, so Lederimitat und viel Holz. Es gibt, finde ich, hat ein typisches skandinavisches Design. Wirkt sehr edel, ist aber nicht erschlagend schwer, wie das sonst mit sehr viel Holz auch sein könnte. Wir haben Leselampen, wir haben die Möglichkeit auch vom Bett hier das Licht ein- und auszuschalten. Wir haben einen großen Kleiderschrank hier auf beiden Seiten, also wirklich Sachen zum Hängen und zum Liegen nochmal, den haben wir auf beiden Seiten. Und dann haben wir unterm Bett nochmal, komm ruhig rein, dann kann man in die Nasszelle noch gehen, große Schubladen hier unterm Bett. Also wirklich Platz, dass man richtig Zeit auf dem Schiff verbringen kann. Die Eignernasszelle ist auch nur von der Eignerkabine zu begehen. Hier haben wir eine separate Dusche. Wirklich eine großzügige Duschkabine mit hier dem Beschlag, wo man sich auch hinsetzen kann, wenn man jetzt sehr groß wäre. Ja. Hier oben ist das angesprochene Licht, was hier oben reinkommt. Das ist natürlich mit Milchglas, dass man nicht jemand reinschauen kann. Und dann haben wir hier die elektrische Toilette, die Standard ist. Hier oben auch richtig großzügigen Stauraum hinter dem Spiegel. Großes Waschbecken, ja, alles was man so auf dem Schiff braucht. Dann gehen wir weiter, wieder in den Gang hier zurück. Der Boden hier unten ist eine der wenigen Sachen, die wir optional hier gesehen haben. Normal ist hier nur Teppichboden. Wir bestellen das aber mit diesem Schiffsboden. Wenn wir hier weitergehen, haben wir die Gästenasszelle oder die Tagesnasszelle. Die ist eben sehr leicht zugänglich, einfach direkt vom Gang hier. Ist nicht direkt mit der Kabine verbunden. Die ist also zuständig für beide Gästekabinen, das gefolgt von der Garderobe direkt hier, und dann gehen wir in die Steuerbord-Gästekabine, was, denke ich, die VIP-Kabine ist, wenn man das so nennen darf, weil sie die größere Gästekabine ist. Hier kann man auch noch ein Einlegeteil haben, wenn man natürlich zusammenschlafen möchte, wobei ich das so auch sehr gut finde, weil man natürlich sehr gut ins Bett hereinkommt. Hier ist ausreichend Höhe. Hier gibt es die Möglichkeit, sich vorher hinzusetzen zum Anziehen. Hier hinten dran hinter der Tür haben wir noch einen großen Spiegel. Wenn ich gerade einmal reinkomme, dann kann ich den Stauraum noch, den Dings noch zeigen, den Schrank. Also wirklich, hier haben wir einen großen Spiegel und noch wirklich einen großen Kleiderschrank, um Sachen zu hängen. Den lasse ich gerade offen, wenn ich rausgehe, dann kann man da noch mal reinhalten. Hier haben wir dann auch diesen Boden drin, und dann gehen wir direkt weiter in die Backbordkabine. Die Backbordkabine ist etwas kleiner, ermöglicht aber diese Drei-Kabinen-Version eben auch, wenn man zwei Kinder hat, die nicht mehr zusammen schlafen wollen, oder wenn man mit drei Männern unterwegs ist, hat jeder seine eigene Kabine, oder was ich als Hauptargument sehe, weil sie haben zum Beispiel hier diesen Sonnenpolster, das ist das Polster hinten vom Tisch ablassen, sie haben ein Sonnenpolster zum Beispiel von vorne, sie haben Taschen, sie haben Getränkekisten und so weiter, und was viele unserer Kunden machen, unabhängig haben sie natürlich auch noch den Stauraum hier, wo wir auch Einlegeböden oft reinmachen, dass man einfach die Möglichkeit hat, ein bisschen besser noch Sachen zu stauen, und sie machen dann Folgendes, sie legen einfach die Matratzen hier hochkant an die Wand. Dann kommt hier ein Gummiboden rein, und dann ist das eigentlich Ihr Hauswirtschaftsraum. Das heißt, hier haben Sie Ersatztoilettenpapier, Wasserkisten, all das, was Sie eben nicht hinten in den Keller reinmachen möchten bei der Maschine, was ich Ihnen gleich noch zeige, sondern was Sie einfach länger, näher am Schiff bei sich haben möchten. Und dann, wenn Sie diesen Raum haben, oder dieser Raum gibt Ihnen einfach die Möglichkeit, dass Sie diese Kabine einfach immer frei haben, wenn Gäste an Bord kommen, und dadurch keine Problematik entsteht, dass erstmal die Gästekabine leergeräumt werden muss, bevor jemand bei Ihnen an Bord übernachten kann. Den Stauraum, den ich eben noch angesprochen habe, ist hier, nämlich hinter den Maschinen. Die Nimbus 405 hat immer Welle, gibt es auch keine Alternative, entweder 300 PS oder 370 PS. In dem 370 PS wäre dann ein Sechszylinder, in dem Fall das hier ist ein Vierzylinder. Das heißt, der Motor ist ein V-Getriebe, er steht falsch herum drin. Das heißt, das Getriebe ist nach vorne. Ich mache mal unten noch Licht an, zeigen, wie ich hier reinsteigen kann. Da liegt jetzt das Verdeck noch drin. Das ist der Bereich, wo auch ein Generator oder sowas eingebaut würde. Aber an sich ist das auch Stauraum. Hier können Sie Klappfahrräder reinlegen. Hier kann man ein Schlauchboot reinlegen, ein Stand-Up-Paddling-Board. Alle Sachen, die man, oder auch eine Wasserkiste, Sachen, die man einfach dabei haben möchte, wenn man mit so einem Boot wochenlang unterwegs ist. Ja, das war's so im ersten Moment. Das war nochmal ein kleiner Rundgang.
Wenn man natürlich auf Fahreigenschaften schauen möchte und so weiter, gibt es ein Video, was ich glaube ich 2014 oder 2015 gemacht habe, online. Da gehe ich auf die Fahreigenschaften ein, die haben sich seitdem nicht verändert. Ich würde mich freuen, Sie hier auf der Messe bei uns begrüßen zu dürfen. Ich bin hier am Stand die ganze Woche, aber auch mein Team, die Sie gerne über diese wunderschöne 405 führt. Wir haben verschiedene andere Modelle. Dasselbe Modell von der Grundaufteilung, wie Sie gesagt haben, haben wir direkt nebenan hier stehen. Das ist noch die 365 Coupé, die hauptsächlich darin variiert, dass sie keine drei Kabinen hat, sondern zwei Kabinen und eine Nasszelle nur und alternativ auch mit einer Maschine zu bekommen ist oder auch optional mit zwei. Ein unser meistverkauftes Schiff die letzten zwei Jahre. Und dann haben wir noch eine Nummer kleiner mit der gleichen Ausstattung oder gleichen Grundkonzept, wie wir gerade haben, was vor zwei Jahren unser meistverkauftes Schiff war, die Nimbus 305 Coupé, die ähnlich wie die 365 Coupé auch zwei Kabinen, eine Nasszelle hat, aber eben alles noch mal ein bisschen kleiner, das heißt kein französisches Bett und keine separate Duschkabine. Ja, ich würde mich freuen, Sie hier am Stand begrüßen zu dürfen und wir werden hier unser Bestes tun, Sie möglichst gut zu beraten und Sie einen guten Einstieg in die Nimbus-Marke zu geben und auch sehr herzlich willkommen bei einem Glas Wein bei meiner Tante. Dankeschön für den Besuch.